Hallihallo, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind hier immer noch in der Eishöhle und deswegen kann ich auch sagen, liebe Freunde der Sonne, denn dort haben wir immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Sonnenstrahlen. Wahnsinn. Es ist wirklich der Hammer. Und wir gehen jetzt hier einfach mal Und zurück. wir gehen wieder zurück und es ist echt blöd gelaufen für den, dass er hier draufgegangen ist. Ich meine, wenn er ein bisschen weiter gekrochen wäre, dann hätte er die Mine gefunden. Dann wäre die realistische Chance auf Verbandsmaterial und so weiter und so einen Kasten Ja. gewesen. Aber. Nee, da musste er hier schon aufgeben. Loser. Gut, sein Bein war auch an mehreren Stellen gebrochen. Ich weiß nicht, wie du Hat dann ja niemand ausgesehen gesagt, dass er einen hättest. Dauerlauf da hinlegen sollte. Mach mal einen Glowstick an hier. Mach ich. So, wo ist hier vorne und hinten? Komm her, du. Ich mag dich nicht. So, wir müssen jetzt erstmal wieder durch eine Tür gehen. Chemical Das Storage, dürfte das die klingt hier doch gut. gewesen sein. Genau. Die ist sogar schon auf, Mensch, das ist ja ein Service. So, und jetzt Und müssen jetzt müssen wir wir zurück zu, dem Incestor oder wie der na genau, hieß. zum Incinerator. Section B, da kommen wir her. Das heißt, wir müssen jetzt da Links? links und dann die nächstbeste rechts. Was ist denn das? Das blaue Zeug hier irritiert voll. Also das Spiel hat Grafikbugs, da kriegt man echt Ja gut, paranoide aber wie du Zustände. in der letzten Folge bereits erwähnt hast, das ist einfach, das Spiel ist halt nicht mehr ganz taufrisch und wahrscheinlich gibt es da ein kleines Problem mit der neuen Hardware und dem Das kann sein, dass es da diverse mit der alten Treiberkonflikte gibt. Engine. You may have not the latest graphic card, Treiber! Ach, So. natürlich, ich vergaß. Wie auch immer der das mit dem Ding macht. Ja, warum er da auch nicht die Spitzhacke nehmen kann? Na gut, vielleicht ist der Holzgriff da ein bisschen brüchiger als das Brecheisen. Danke. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen, auf alle Fälle. Ich bin mal ganz gespannt. Ich nicht. Where are you, my shiny knight? Have you really made it this far? I wait, and yet the pot never boils. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentenced me to yet more years in this place of eternal nightlight. But now, maybe my ill advice has ended you. Have you rung death's doorbell? Please don't leave poor Ren all alone once more. Like all the others. Steh mal auf. Ich hab so eine Ahnung. I just wrote down a note in a. This must be a cave and Red's trapped behind. I need some. Ah, wir sind zu der Mirage quickly. Perhaps I can get some tips. The explosive book. Wir Ah, haben hier okay, eine wir sind Note hier, also runtergeschrieben. beim Red. Wir müssen auch noch die Chemikalien irgendwie zusammenfrischen. Friemeln, frasseln. I've located the rumble that's blocking the path to Red. Now I need to come up with a solution to remove the rubble. Vielleicht haben wir. Warte mal, warte mal. Da hat er irgendwas hier von Explosion Book oder so erzählt. Wir haben doch damals noch das Book of. Wir hatten doch früher mal das Book of Explosives. Warte. Da. Hier. 1923 Edition. Dynamit? Ne, das brauchen wir nicht. Armstrongs Mixtur. Red Phosphor und Barium? Nee, das kann es auch nicht sein. Nitroglycerin, Eine Diamine. Dynamit haben wir ja. String, Black Match Fuse. Warum kann es nicht das letzte? Das war's schon. Da hat er gerade gesagt. Was hat er gesagt? Ne, hier, der Book of Explosive brauchen Ja, wir. na schon, aber. Na, warte mal, wir haben. Das letzte ist doch nichts, was wir haben, weder roten Phosphor noch Barium. Das weißt du doch gar nicht. Du weißt doch nicht, was in dem B, D, A und Dings drin ist. Nun. Würde ich nicht runterfallen wollen. Oh, ich habe das Gefühl, ich muss dann hier unter Zeitdruck zurück. Weil ich glaube, mit dem Wurm werden sie es wohl nicht so belassen, wie wir das schon hatten. Können die Kinder ordentlichen Wege bauen? Ne, mal ganz ehrlich, wir hatten hier sein Werk vollbracht. Vielleicht finden wir ja auch hier noch ein bisschen. Ja, ne, klar, machen wir eine Tür, die nach außen aufgeht. Da hinter kleine Schlucht. Idioten. Auf jeden Fall kannst du hier speichern. Das werde ich auch so gleich tun. Oh je.
Ah, the explosive book being my guide. Okay, auf jeden Fall kann man hier wahrscheinlich irgendwie was mixen. Glascontainer. Was haben wir hier? Reagenzgläser. Was haben wir hier? Ein Gasbrenner. Naja, dann. Waschbäckchen. Jetzt gucken wir mal in diese Note, wo wir die ganzen Chemikalien reingeschrieben haben. Jawohl, Painkillers, ne? Das ist ja super. Da wisst ihr, was auf uns zukommt, wenn die erst zwei Painkillers hinstellen. Empty Shelves, ach. Das scheint hier irgendwie. Jetzt gucken wir mal in die chemischen Notes. Na gut, lieber Robert. Weil ich habe so das Gefühl, das hilft uns, diese. In die oder? Genau. So, wir haben Bariumhammer und Phosphor. Ach so. Ah. Und jetzt müssen wir halt bloß. Klick mal eins weiter. So, Badly. Das erste war ein B. Mhm. Klick mal zurück. Also ist B wahrscheinlich Magnesium. Was? Wieso? Weil dort das mit dem B am Anfang steht, Badly. Wir haben ja eine Flasche, wo B draufsteht. Mhm. Deswegen vermute ich einfach mal, dass das erste, was hier steht, das erste, was dort bedeutet. Also ist die Flasche mit B Magnesium. Ich hätte jetzt gesagt, die Flasche mit B ist Backstream. Nein, das wäre zu einfach. Guck jetzt nochmal rein. So, Notes. Probieren wir mal die 3 und die 5. Gucken wir, was das für Buchstaben sind. D und F. Probieren wir mal D und F zusammenzukippen. Die brauchen wir ja. In den Kolben. Wo ist der Kolben? Links neben F. Also rechts neben F. Vielleicht muss ich den Kolben erst aufs Feuer tun, ja. Hä? Ich will das doch einfach nur runterziehen ins Inventar, du Stück. Okay. Ah, okay. Ich tue jetzt mal das Ganze, ich tue jetzt mal die Chemikalien hier hochsortieren. Mhm. Was brauchen wir? D und F, würde ich sagen. D und F. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Gas Supply before. Aha. Das können wir doch bestimmt mit dem Feuerzeug anzünden. Bestimmt, oder? Ja. Nee, wo habe ich sie denn jetzt hinge hier? There's no gas running. Ah. So, dann. Ja, ne, dann tu schnell anzünden. Ja, denkst du, das Gas haut ab oder was? Nee, aber es kann ja explodieren. Ach, du redest Mist. So, du sagst also. D. Und F. Hast du vorher gespeichert? Nö. Super. That's it. So long, I'm careful when I move it. Should stay stable. Och nö, oder? Muss ich das dann. Soll ich jetzt nochmal speichern? Ja, speichern mal. Aber scheint ja richtig gewesen zu sein. Na, ja, es kann auch sein, dass du mehrere Versuche brauchst. Jetzt guck mal da drunter erstmal hier noch rein. Und da drunter war auch noch ein Schubfach. Vielleicht steht da noch der entscheidende Hinweis. Was ist das? Ah, eine Zündschnur. Ja, wenigstens müssen wir diesmal nicht erst basteln. Kann man das gleich, die Zündschnur hier drauf anwenden, dass ich das... Sonst hätte ich das Ding nachher nämlich geworfen wie eine Granate. Okay. Aber ich kann es ja auch nicht mitnehmen. Doch. Also nicht ins Inventar mitnehmen, meine ich. Vielleicht musst du dann die Schnur einfach daneben legen und anzünden. Ah, du hast schon irgendwie recht, dass du hier, sag ich mal... Na, wenn dann noch irgendein Vieh kommt... Wird's richtig spaßig. Nicht loslassen, lieber Matze. Ich kann ja auch kein Glowstick hier rausnehmen oder also so. Du könntest mal Spaßenshaber wegwerfen. Mal sehen, was dann passiert. Ich denke im Traum nicht dran. Also es macht ordentlich Boom. Ja. Das war keine Absicht. Naja, super. Ich vermute mal. Dann gucken wir mal in das Schubfach, dass du die Fuse wieder mitnimmst. Vielleicht brauchen wir die noch. Ach so, genau, ne? Ich denke zwar immer noch, dass wir das irgendwie wie eine Granate werfen müssen, mehr. Es wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Ich schade, dass man es nicht mitnehmen kann. Ich lese doch so gern. So, Concentration. Dass du hier das Licht nicht hast, ist natürlich echt blöd, ha? Ja, das ist. Dann diese Ventilatoren, die machen es nicht besser. Das macht einen fertig. Ja, es war knapp.
Was ist denn das? Wieso? Wieso ist es denn jetzt explodiert? Hat doch gesagt, ey. I must be careful. Na, aber was soll ich denn sonst machen? Ich kann ja auch nicht da runterfallen. Das ist wie. Okay. Das muss dir jetzt sein. Lebe ich noch? Nee. Was war denn das jetzt? Also mal ganz ehrlich. Aber wir haben ordentlich was zusammengebraut, oder? Ja, das scheint ordentlich. Oh. Du darfst dich nicht so hastig bewegen. Ja, offensichtlich. Warum denn? Das ist bestimmt so eine Art Nitroglycerin, oder? Ja. Das ist ja das, was man eigentlich. Was keiner Erschütterung ausgesetzt sein darf, wenn ich mich nicht irre. Ja, und du darfst so schön über diesen Weg dort zurücktransportieren. Aber springen kann ich, weißt du? Ja, aber anscheinend auch nicht zu heftig. Also vor uns hat sie auch. Ich glaube einfach, dass ich da gegen die Wand gesprungen bin oder das so. Das kann auch sein, ja. Das wäre jetzt mein Plan. Das ist gar nicht so einfach! Das ist gar nicht so einfach! Ich darf gar nicht zu laut lachen, weil sonst muss ich das in der nächsten Folge machen. Ja, so ist es. Voila. Der Chef-Schäme kann lachen, aber. Wenn's dann ohne mich hättest du doch ewig rumprobiert. Wenn es dann um Gefahrentransport geht. Ja, da muss der Meister ran, da hilft dir alles nicht. So, jetzt Concentration. Schwierig ist ja drauf zu kommen, weil da musst du irgendwie drauf springen, weil der. Oh, der macht doch so. Ja, da bist du wieder an die Wand gekommen. Wieso springt denn der Idiot auch gegen die Wand? Ist der bekloppt? Vielleicht musst du dort gar nicht so weit springen. Meinst einfach nur drüber laufen? Ich weiß es nicht. Man sieht's halt nicht. Ach Mensch, Mädels. Close-Stick kannst du nicht in der Hand nehmen, probier's nochmal. Nee, das geht nicht, hab ich vorhin schon. Achso. Das ist ja der Witz an der Sache. Hehe. Oh, dieser Ventilator macht den, Alter. Naja, ist schon ordentliches Kaboom. So, soweit waren wir jetzt schon mal. Ach so. Okay. Oh, so, und jetzt leg's einfach mal vorsichtig daneben. Das schwebt von alleine hin. Ja, genau. Die Fuse hin. Ja, ich versuchte gerade rauszufinden, wo ich die hatte. Die hast du nicht mitgenommen. Scheiße! Damit kann ich jetzt wieder mein Close-Stick verwenden. Jetzt fliegst du runter. Halt die Klappe. Niemals. Aber du kannst speichern drüben. Das stimmt, ja. Oh. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Huch, na super. Alter, machen wir nie alle. Ach, heul nicht rum, wer ist denn hier der Transportmeister? Ich habe Nitroglycerin hier drüber gebracht. Ich hab das auch. So. Kannst nicht mehr speichern. Ist doch komm. Hä? Das geht auch nicht. Das wäre blöd. Dann denk dir was aus und dann werf dort irgendwie Dynamit hin und geh um die Ecke rum. Dort vorne. Meinst du, das hilft? Ich weiß es nicht. Ich bring mich jetzt nochmal um. Nein! Jetzt habe ich es einmal geschafft, jetzt schaffe ich es auch ein zweites Mal. Hab ich es überlebt? Nee, ich wollte sagen. Ah, oh, kannst jetzt dort unten lang laufen. Na, das Dynamit hat uns noch nie was geholfen. Nee. Probier's mal mit Dynamit. Leg dort mal eine Stange Dynamit hin und. Nein. Und renn dort um die Ecke. Das ist Flair. Das ist Flair. Hm, super. Toll. Da macht's nicht Boom. Wenn ich musste den Punkt einfach vorher nochmal laden. Na, vielleicht war das einfach nur ein Bug, dass ich das nicht anfassen durfte. Das kann natürlich auch sein. Oh, ich hasse die neue Belegung. Ich muss erstmal, warte mal. Das ist wieder. So. Das geht nicht anders. Genau. Das war scheiße. Ach ja, man kann diese Folge auch künstlich strecken, nicht wahr? Kann man da irgendwas draufwerfen? Haben wir irgendwas zum Werfen? Naja. Beef Jerky höchstens. So, irgendwas muss es ja gut sein, wir sammeln das ja schon alle Weile. Ja, na bis auf das, was ich mal vor der Tür liegen lassen hatte. Ganz am Anfang mal. Das gute Beef Jerky. Das gute Beef.
sowas baut, der gehört aufgeknüpft. Na? Ah, okay, war für uns ein bisschen Bug. Dann kannst du jetzt auch nochmal speichern, obwohl gespeichert hat's, ja. Safety first. Man weiß ja nie. So, aber das Dynamit konntest du daneben legen, dass nichts passiert. Auch weh, du hast dir einen Schritt zu viel. Mach Licht an. Ich bin jetzt so oft hier drüber, ich kann das blind. Und wenn du drüben angekommen bist, dann... Kannst du vergessen, dass du das machen darfst. Nie im Leben. Das kannst du abschmatzen. Ich habe das Ding gemischt, ich habe es rübergetragen, das will ich gefälligst selber zünden. Niemals, lieber Freund. Na gut. Und andere Leute Arbeit profitieren. Dann machen wir lieber eine kleine Folge mit Überlänge. Das sind wir ja der Richtigen. Halt, nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir. Okay, aber jetzt, warte, bleib ich stehen. Was uns... Drück mal Escape, damit es hier nicht irgendwo gerade geht. Was uns jetzt... Ich hätte jetzt... Nein, das soll der Aufhänger sein, Mensch. Okay, wenn du meinst, dann machen wir wahrscheinlich nächste Folge noch 5 Minuten oder so, wo du dann nochmal davor sitzt, aber meinetwegen machen wir noch eine Folge draus. Ach so, nee, gut, dann mach weiter. Ich weiß nicht, das hat sowas von... Stimmt, okay, dann mach weiter. Ich meine, wir sind jetzt... Wenn jetzt noch viel passiert, dann nehme ich das natürlich zurück. Gut, dann machen wir eine kleine Folge mit Überlänge. Sagen wir, wenn bis zur 20. Minute noch kein Ende ist, dann machen wir genau, einen Cut. Wir glauben nämlich, dass wir jetzt relativ nah am Ende sind bei diesem, wenn wir bei Red sind. Das Spiel dürfte jetzt auch nicht so lang gehen. Aber gut, es scheint ja doch noch ein bisschen... Naja, nee, es gibt hier noch was. Okay, wir beenden die Folge jetzt an der Stelle. Das darf Robert dann machen. Okay, gut, machen wir... Wir sagen auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Vielleicht einer der letzten, es war auf jeden Fall schon mal schön. Aber wir wollen jetzt noch nicht in Erinnerung schwelgen. Das machen wir, wenn es soweit ist. Deswegen macht's erstmal gut. Tschüss.